Geht's? Stell nachher noch ein. Ja, okay. So, guten Morgen. Morgen. Was machen Sie hier? Wie ist Ihr Name? Mein Name ist Axel Döhr und ich versuche ein gutes Programm vorzubereiten. Okay, wie kann ich damit leben? Wie kann ich da Geld damit verdienen? Also ich denke mal, dass möglichst viele Leute anrufen und das Programm akzeptiert ist und vor allem spannend ist. Ich sehe das nicht so. Es kann vielleicht spannend werden. Richtig, ne? Okay. Daran arbeite ich. Okay, und wie machen Sie das? Indem ich vor allem im Team arbeite, mich mit den Mitarbeitern abgleiche und dann umsetze. Gut, danke. Hallo Ingo, deinen Namen sehe ich hier. Hallo, ich stehe so mal Welt. Was machst du hier? Genau. Heute hier aus der Redaktion bei BTV. Ingo, genau. Was ist deine Aufgabe hier? Tägliche Sendung Mails. Nein, deine Aufgabe ist nicht tägliche Sendung Mails zu machen. Deine Aufgabe ist was? Zuschauer zu erreichen. Nein, deine Aufgabe ist was? Was will ich von dir? Geld. Nein, ich will von dir Kohlgeld. Du kriegst Geld von mir. Dann und was machst du mit dem Geld? Warum gebe ich dir Geld? Warum bezahle ich dir einen Lohn? Für welche Leistung? Die ich jeden Tag bringe. Und welche ist das? Kann mir jemand mal ja, durch eine gute Sendung. Bleibt alle da, lauft nicht weg. Von einer guten Sendung. Ja. Und wie verdiene ich mit dieser guten Sendung Geld? Durch Calls. Und wie kommen die? Indem man eine gute Sendung macht, um die Zuschauer ranzukommen. Nein, wie kommen die ran? Ja, genau. Ja, wenn ich eine gute Sendung mache, dann spricht sich das rum und dementsprechend rufen dann die Leute an. Das ist doch aber eine Annahme. Das ist was? Das ist eine Annahme, dass da die Calls sind nicht gestiegen. Bei Mails, nicht wesentlich. Nee. Dazu muss man sie erstmal positionieren. Nein, das Wesentliche, Ingo, ist... Ich lasse mich ja jetzt aufklären. Aufklären, genau. Was will ich hier? Warum habe ich Millionen eingesetzt für diesen Laden? Kommt ruhig ein bisschen näher, steht nicht so in die Ecke rum, holt alle aus der Ecke raus. Ne? Lila! Warum bin ich hier? Hallo, wie ist Ihr Name? Anka. Warum haben Sie kein Namensschild? Weil ich es vergessen habe. Warum machen Sie nicht, was ich will? Ich habe leider... Weil Ihnen das Gen fehlt, zu machen, was der Chef will. Das hat es hier vorher vielleicht nicht gegeben. Ich weiß es nicht. Ich habe doch schon 3-mal gebeten, macht Namensschilder ran. Wie heißt die Firma hier? RNC. Gut. Was heißt das ausgesprochen? Radio Network Communication. Ja, also Sie weiß schon fast, wie Ihre Firma heißt, auswendig. Ne? Wie lange sind Sie in diesem Unternehmen? Seit 1. Februar. Und sagen Sie jetzt nochmal, wie heißt die Firma? Radio Network Communication. Das ist unser Unternehmen. Das ist nur noch unsere Marke hier vorne drauf. Kommt alle raus aus den Löchern hier jetzt. Komm, raus, ihr Feiglinge. Hierher. Raus aus die Lecke, alle hierher, kommt auf, kommt mal daher, alle, wie mein Unternehmen sei, kommt raus aus die Lecke da hinten, bitte, alle her, bitte, ich habe an alle was zu sagen, ich möchte die ganze Beachtung, weil mir niemand Beachtung hier schenkt, hängt ihr in den Ecken rum, deswegen trägt die eine kein Namensschild, wie heißen Sie? Mascha Ohlwein und ich habe noch kein Namensschild. Sie haben noch keins, dann fordern Sie es ein, wie heißt Ihr Unternehmen? Regional. Okay, lernen Sie das auswendig. Wie heißt Ihr Unternehmen? Für welches arbeiten Sie? Regio Network Communication heißen wir. Wir sind nicht mehr BTV. Wie heißen Sie? Katja Rossdorf. Also, ich habe auch noch kein Schild. Sie hat noch kein Schild gekriegt, die Katja. Nein? Ja. Wisst ihr? Ihr seid eine ganz tolle Truppe. Aber ihr seid mir zu gemütlich. Ihr seid keine zahme Küken. Ich will Krieger, mit denen ich Millionen verdiene. Ich habe von mir Millionen eingesetzt hier, dass wir eine Milliarde draus machen. Ja? Und ich will keine zahme Küken, Ingo. Du bist ein wilder Krieger, ein junger Mann, oder? Das war ich aber schon immer. Ja, also, dann lass dich doch nicht weichkochen hier. Ihr seid viel zu gemütlich. Ihr lebt in einer Komfortzone, wo ihr euch ja nicht wehtut. Steht gemütlich aneinander da. Ne? Das Leben ist Emotion, wir machen Lebensfernsehen, wir machen keine Illusion mehr, sondern wir machen keine Visionen mehr, sondern wir machen Visionen zu Geld, aber keine Illusionen mehr. Das ist Leben, kommt raus mit eurer Kreativität, ihr seid Kreativleiche, ihr durftet nicht mehr raus, fangt an, werdet kreativ, setzt es um, lebt, Emotion ist Leben, oder? Hey, guck mal, wie er mich anguckt, Ingo. Sind erschrocken, das ist Leben. Na, man kann auch ein Kollege sein. Aber nur, wenn man Schauspieler ist. Ja.
bin ich bewusst cholerisch oder habe einfach einen Schwung drauf? Das ist Leben, Leute, das ist Emotion. Das will ich von euch. Und wenn ihr euch reibt aneinander, dann kriegen wir, Herr Dürr, Spannung ins Fernsehen. Mit dieser Weichspülerei, hier ist Lenore zu Hause, so weich seid ihr gespült. Na? Oder Sanso? Na? Ich will leben. Wir gehen hier. Leben heißt Bewegung, Mensch. Ihr seid mir zu gemütlich. Ihr passt auf, dass euch nicht wehtut. Kritisiert euch und fördert euch in euren Schwächen. Schafft die ab und bestärkt euch nicht in euren Schwächen. Dieser Weichspüler kotzt mich an hier. Und mich kotzt es an, wenn ich dreimal sage, bitte tragt Namensschilder, damit ich euch mit eurem Namen anspreche. Ich will hier keine Nummern, keine Unbekannte haben. Ich habe hier super Leute, ihr seid alle toll. Ich mag euch, aber ich will auch mal sagen, Sabine oder Gabi finde ich toll und nicht immer, wie heißen die, ne? Ich habe es halt schwer gerade, ne? Ich habe viele neue Leute und das will ich, dass ihr lebt, ne? Ja, Herr Weiß? Ich lebe, ich lebe. Warum sind Sie hier im Unternehmen? Weil ich Geld verdienen will und das Unternehmen Geld verdienen soll, oder umgekehrt. Geld ist zu wenig, was wollen wir Geld verdienen? Wir wollen Reibach, oder? Ja, Reibach. Oder wollt ihr hier nur kreativ sein oder wollt ihr Geld verdienen? Sie haben mit mir Lohnforderungen verhandelt, die waren unter der Achse nass. Wir ne? sind noch nicht fertig. Wir sind noch nicht mal fertig, ne? Genau. Wollen Sie Geld verdienen hier? Ich möchte nicht nur Geld verdienen. Auch Ihre Vision soll die Arbeit Spaß machen? Ich denke, Arbeit ist nicht nur zum Spaß machen da. Oder leben wir hier wie im Friedhof, steht gemütlich? Also es sollte nicht immer nur Reibung und Krieg und Kampf sein. Krieg und Kampf, das ist es nicht. Wisst ihr, wie Spannung entsteht? Was Spannung bedeutet, Theo? Was bedeutet Spannung? Ja, das ist schon mal das an den Adrenalin durch. Genau! Spannung ist nicht, wenn ich einen Krimi angucke. Was ist Spannung? Geben Sie mir Beachtsamkeit, wenn ich spreche. Ja, wir haben noch gerade vom Papierkühler jemanden. Okay, was ist Spannung? Was ist Spannung? Spannung. Wie kommen Sie zur Spannung? Wie kriegen Sie Spannung? Wenn ich unter Stress stehe, kriege ich Spannung. Sind Sie gerade unter Stress? Nee, momentan nicht. Wie mache ich, dass ich Sie unter Stress kriege, damit Sie Spannung haben? Ja, wenn kann ich nur mal zwei Schritte weiter nach vorne drehen. Dann ich bin nicht okay, geht schon los? Ja. Ja. Glaubt jemand, dass ich ein Spinner bin oder nicht weiß, was ich tue? Glaubt jemand, dass ich durch Zufall meine Millionen gemacht habe? Nein, mit Glück, aber ich weiß, wie man Glück macht. Ich kann es euch lernen, wenn ihr wollt. Na? Was ist mit Spannung? Wie machst du, kriegst du da Spannung? Wenn man unter Druck steht. Das ist nachgesagt. Nein, ich habe es gar nicht gehört. Es ging nur ganz andere Richtung. Also nein, wie kriegt man Spannung? Wann gibst du dir Spannung? Nachts, wenn du deinen Edgar Wallace reinziehst. Spannung. Wie kriegst du Angst? Ne? Indem dich dem Leben unterwirfst und du weißt nicht, was passiert in der nächsten Sekunde. Ob ich wieder auf den Tisch springe oder ob ich mir ganz ruhig hinsetze und sage, Ingo, deine Sendung ist schon mal wieder toll. Ich will nicht hoffen, dass es eine Lüge ist. Was ist es? Wir machen hier Lebensfernsehen. Wir sagen Regio Network Communication. Wir stehen für Kommunikation. Wir nennen es Kommunikationsfernsehen. Wir können jetzt gleich das Ding heute Abend hier als Aufzeichnung senden. Beste Sendezeit 20 bis 21 Uhr. Heute aus der Redaktion. Hallo. Hallo. Julia, wie war's in Amerika? Oh, sehr schön. Super. Sehr schön, ja. Sonnig und warm. Toll. So wie man sich sieht. Genau. Und meine Stretch-Limousine hat 3 Wochen auf dich gewartet, dass du die bekannt machst. Und niemand hat gesagt, dass du weg bist. Und niemand sagt mir, die hat's genommen, aber die ist schon weg. Die kannst du Aufgabe nehmen und dann steht das Ding. Der Gysi hat die im Winter, haben wir die noch bei mir aus der Garage gefahren, haben die polieren lassen. Schnell, schnell, dass die dann da steht, damit du deine Idee machen kannst. Aufkleber drauf und jagt das Ding durch Sky. Und was ist, die steht seit 2 Wochen in der Halle 8. Na, keiner ist draufgekommen. Das muss dann seit da vielleicht jemand anders machen. Redet mehr miteinander. Thema Termine. Nein, das sprechen wir nicht. Nein, das läuft, wie man das macht. Habe ich zu dir gesagt. Wie geht's euch jetzt? Wie heißt unser Unternehmen? Hä? Wie heißt das Unternehmen? Ihr Fett! Communication. Wie heißt unser Unternehmer? Regio Network Communication. Wie heißt unser Unternehmer? Regio Network Communication. Wollt ihr scheiß viel Geld mit mir verdienen? Ja. Wollt ihr immer noch bloß wieder ein paar Mal treten, dass ihr die Kunde halten muss? Nein, hör auf, wollt ihr Knete? Ja. Ja.
ich die Zahlen kenne. Ja. Ja, also, dann hört auf mit der Gemütlichkeit und arbeitet aneinander. Streitet nicht, aber setzt euch kritisch auseinander. Gebt Zunder drauf, ich gebe euch meine Energie voraus. Na gut, das war's. Danke.